Und damit herzlich willkommen zu Part Nummer 29 im Fußballmanager 2018 unserer Karriere hier mit dem FC Sevilla in der La Liga in Spanien. Und ja, eigentlich könnte man mit einem 2:2 gegen Barcelona sehr gut leben, gerade wenn man die Tabellensituation betrachtet. Und ja, das große Aber ist die Art und Weise, wie das Ganze zustande gekommen ist, ist schon so ein bisschen ärgerlich. Pablo Sarabia trotz zweier Vorlagen mit deutlichen Defiziten, wenn der ein bisschen cleverer gewesen wäre und auch die anderen, die offensiv arbeiten, wäre halt mehr drin gewesen und deswegen ist das umso schadiger, obwohl es das Wort nicht gibt und dass man nicht steigern kann, dass wir gegen einen FC Barcelona mit einem Mann weniger ab der 42. Minute oder so nur in Anführungsstrichen 2:2 spielen. Ja, schon ein bisschen ärgerlich, aber was willst du machen? Schauen wir uns die anderen Ergebnisse an. Eibar verliert 0:1 gegen Las Palmas. Leganes verliert 0:5 gegen Celta Vigo. Villarreal gewinnt 4:0 gegen Deportivo Alavés. Real Madrid gewinnt 4:2 im Derby gegen Atletico. Real Sociedad 2:0 Sieg über Malaga. Valencia und Bilbao trennen sich 1:1. Deportivo La Coruña gewinnt 2:1 gegen Levante. Getafe verliert 0:2 gegen Espanyol Barcelona. Und Real Betis Sevilla gewinnt 2:0 gegen Girona. Dadurch sieht das bei uns nicht wirklich entspannter aus, denn Deportivo La Coruña, die gewonnen haben, sind immer noch 4 Punkte hinter uns. Wir haben eine Tordifferenz von -6. Und müssen jetzt einfach gucken, dass wir weiter punkten. Ich würde ehrlich gesagt auch auf die Champions League scheißen gegen Manchester City. Weil was bringt mir die Champions League, wenn wir in der Liga absteigen? Und das mit Sevilla. Ja, ein paar altbekannte Namen. Keiner von uns in der Elf des Tages, außer unser Neuzugang. Keeper im Tor zum zweiten Mal in dieser Aufnahmesession. Joa, Real Madrid, das erfolgreichste Team im Winter, aber auch die haben schon ein paar Mal gepatzt. Joa. Was soll ich dazu sagen? Ich würde sagen, wir machen jetzt in diesem Part Sofortberechnung gegen City und Eibar, wie gesagt, die Champions League. Verzeiht mir, aber mir bringt ein Champions League-Sieg gar nichts, wenn wir absteigen. Da haben wir nichts von, deswegen Sofortberechnung. Und wenn man dann trotzdem weiterkommt, was ich nicht glaube, dann wäre es halt so. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie wir uns hier aufstellen, denn Jimenez kann leider nicht spielen. Auch Xhaka nicht. Das heißt, wir bringen... Nee, Pozzo ist ja auch ein Spielmacher. Luis ist auch ein Spielmacher. Eben Spielmacher gesucht, jetzt haben wir davon wieder zu viele. Hey, wir müssen das am besten so lösen. Geist ins Mittelfeld, Hernandez Dorf-Team. Marc-Oliver Kempf auf die Bank, Pozzo auf die Bank und Luise auf die Bank. Ben Yedda ist wieder ein bisschen besser drauf. Escudero geht auch so. Ja. Was will ich hier sonst groß machen? So, Fonsi noch ein bisschen verletzt und Wanyama noch ewig. Wir rufen wieder eine Siegprämie aus und ja, mehr können wir fast nicht hoffen. Aguero in Manndeckung, Leroy Sané, auch Spieler, den ich gerne hätte. Bernardo Silva auf der anderen Seite, genauso geil. Sofortberechnung und dann auf mit dem Spaß. So, wir spielen zuerst zu Hause. Vielleicht geben die heimischen Fans einen kleinen Push oder auch Daily Blind verletzt sich direkt. Auch nicht gerade so geil. Einer unserer wichtigsten Spieler da hinten drin, Kevin De Bruyne mit dem 1:0. Aguero legt eine Minute später direkt auf 2:0 nach. Und unsere Chancen weiterzukommen sind
auf einmal innerhalb von 2 Minuten relativ klein geschrumpft. Leute. So kann ich nicht arbeiten, Jungs. Was ist denn los? Ich sah doch lange ganz okay aus. Ben Yedder mit dem Anschlusstreffer. Agüero erhöht auf 3:1. Kommen wir nochmal ran, wobei 3 Auswärtstore schon ein hartes Nüsschen sind und das werden wir, glaube ich, auch nicht knacken können. Also Ben Yedder nur mit dem Ehrentreffer und ja, das war es dann wohl in der Champions League. Ich würde eher sagen, Gott sei Dank, weil wie gesagt, in der Champions League haben wir jetzt erstmal nichts verloren. Wir müssen erstmal gucken, dass wir in der Liga nicht absteigen. Da ist bei mir jetzt der Fokus mehr, auch wenn das immer nach einer Phrase klingt, ja, aber ganz ehrlich, ich kann nicht an die Champions League denken, wenn wir fast absteigen. Das geht nicht. Auch wenn da das Argument immer wieder kommt, ja, so ein Champions League-Sieg, der kann dich ja pushen, wenn du da erfolgreich bist. Klar, kann das möglich sein, aber kann auch das absolute Gegenteil eintreten, dass es dich einfach nur auslaugt. Und deswegen ist so gut, wie es gerade ist, dass Manchester City wohl erstmal die Endstation ist. Passen nochmal die Marktwerte an. Wollen ja für alle gute Preise dann haben, wenn wir den Umbruch schaffen dürfen, machen dürfen, wenn wir bleiben dürfen. Auch über den Sommer hinaus. Was ja noch nicht gewiss ist, viel wird davon abhängen, ob wir uns jetzt noch ein paar Positionen nach oben arbeiten können oder ob wir im schlimmsten Fall sogar richtig unten reingeraten. Das Spiel gegen Eibar liefert dann schon erste Anhaltspunkte, denn wir sind punktgleich mit Eibar und das wird ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt schon 6 Punkte hinter dem 13. Wenn wir da noch irgendwie ein paar Positionen nach oben wollen, müssen wir einfach gewinnen. Komme, was da wolle. Daily Blind fällt auch noch aus. Chaka ist wieder spielberechtigt. Dafür rückt Geis wieder auf die 6. José Jiménez ist wieder fit. Ramsey ist spielberechtigt. Isco kann wieder spielen. Ben Yedder immer besser in Form. Und wir nehmen Carmona noch mit als Außenverteidiger. Der soll ja ohnehin ein bisschen spielen. Wir brauchen 3 Punkte. So, Sergio Rico schon ewig bei uns. Frage ist, wenn Keeper kommt, bleibt er da noch oder geht er? Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht mal, ob wir bleiben dürfen. Sergio Rico auf jeden Fall mal endlich gut trainiert. Wie gesagt, jetzt 2-mal hintereinander und unserer bester Spieler gewesen. Was ist jetzt hier mit meinem Sprachzentrum wieder los? Der kommt so langsam. Wahrscheinlich hat er auch gehört, dass Keeper bald kommt. Die Teamchemie ist nochmal ein Stückchen schlechter geworden. Das ist jetzt auch nicht die tollste Nachricht, die man erreichen kann oder erhalten darf. Ben Yedder, ja, nur nicht wirklich gut drauf. Wenn der jetzt ein bisschen bessere Moral hätte, dann wäre er jetzt schon Stammspieler wieder. Joa, wir haben einfach zu viele Spieler, die wir wegen ihrer
Einstellungen kritisieren müssen, ja, dass die nicht Vollgas geben, und so kann das eigentlich nichts geben. Sogar Banega, unser Spielmacher. So kannst du keinen Erfolg haben, das geht nicht. Wenn die Einstellung nicht stimmt, wie soll das hinhauen? Motivationslehrer holen wir trotzdem. Kann ja wie gesagt nicht schaden, wenn der ein oder andere ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. So, und Geis macht sich wirklich gut. Dem tut die deutsche Feder von mir ganz gut. Wenn da nur mehr dran anschließen würden an der Leistung. So, das Spiel nehmen wir natürlich jetzt wieder mit rein. Serhii Henrich. Der hatte auch mal ein Spielerbild gehabt. Und Carmona fängt direkt an. Wie gesagt, der soll ja eigentlich unser Rechtsverteidiger für nächstes Jahr erstmal werden. Der braucht jetzt ein bisschen Spielpraxis. Und dann auf geht's in dieses verdammt wichtige Spiel, das wir auf keinen Fall verlieren dürfen. Geis mit dem 1:0 Konter, weil Aiba eigentlich im Angriff war. Wichtige Halbzeitführung erstmal. Jetzt nachlegen und dann die 3 Punkte zu Hause behalten. Das wäre so, so, so immens wichtig, um hier mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen in den Verein. Und den Spielern ein bisschen zu zeigen, ey, guck mal, es geht doch. So, Lengle erstmal der einzige Wechsel. 2:0 durch Luris Muriel, sehr schön. Dann können wir jetzt noch Ronny Lopez reinbringen, Isco dafür auf die Spielmacherposition und Banega eine Pause geben, damit Isco den Zehner lernt, den Spielmacher, und Ronny Lopez Spielpraxis erhält. 2:0 Sieg gegen Aiba, sehr, sehr, sehr wichtig. Escudero mit einer guten Leistung, Carmona geht so, und ja, Luris Muriel trifft auch. Geis, wie gesagt, der ist seit Wochen unser Hoffnungsschimmer. Jetzt haben wir nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 3 Punkte hinter Deportivo Alavés. Also ich glaube, der 13. Platz ist so das höchste der Gefühle. Espanyol dürfen wir nicht mehr kriegen, obwohl wir noch genug Spiele haben, aber dafür sind wir noch nicht konstant genug. Girona verliert 0:5 gegen Barcelona. Las Palmas gewinnt 3:1 gegen Leganes. Celta Vigo verliert 0:3 gegen Villarreal. Deportivo Alavés verliert 0:2 gegen Real Madrid. Atletico Madrid gewinnt 4:0 gegen Real Sociedad. Malaga verliert 0:1 gegen Valencia. Athletic Bilbao gewinnt 3:0 gegen Deportivo La Coruña. Levante, Getafe trennen sich 0:0 und Espanyol, Barcelona, Real Betis, Sevilla 1:1. Dadurch haben wir jetzt hier unten erstmal Abstand geschaffen. 10 Punkte auf Girona, das sieht sehr gut aus. Aber wie gesagt, wir müssen uns eigentlich noch ein Stückchen nach oben arbeiten. In der 11 des Tages. Saul Niguez, Rakitic, Piqué, Philipp Luis, keiner von uns. Das Rückspiel gegen City gibt es dann, wie gesagt, im nächsten Part, wenn mich nicht alles täuscht. Je nachdem, wer nach dem City-Spiel noch kommt. Welcher Gegner. Einige Vertragsverlängerungen. Vorstand vertraut uns ein bisschen mehr, aber ja. Ja, Leganes kommt danach. Also beides wieder per Sofortberechnung, das sollte passen. Wie war denn das nochmal hier mit dem Kredit? Haben wir hier auch einen Kredit aufgenommen? Ich habe, wie gesagt, jetzt keine Ahnung mehr. Letzte Aufnahmesession hier mit Sevilla über einen Monat zurück. Und da weiß ich nicht, ob wir hier oder bei Inter so einen hohen Kredit hatten, den wir noch nicht zurückzahlen konnten. €51 Millionen. Kriegen wir noch nicht zusammengestaucht, ne? 30, ne. Können den Kredit noch nicht zurückzahlen. Wir machen mal dieses hier. Da ist immer noch nichts weiter. Produzieren die überhaupt noch? Oder irgendwie scheint halt nicht vorwärts zu gehen.
So, Kempf darf direkt von Anfang an spielen. Heute geben wir nochmal allen Spielpraxis, die es gebrauchen können. Rodrigo Hernandez auf der 6. Correa fängt für Sarabia an. Ronny Lopez so und so für Isco. Ben Yedda fängt für Muriel an. Daily Blind rückt rein. Pozzo darf mal spielen von Anfang an. Banega kriegt die Schonung. Puise kommt rein für Chaka. Carlos Fernandes fängt am besten, glaube ich, an im Sturm. Und auch der Torwart bekommt mal eine Pause. Wie gesagt, wir sind schon so gut wie raus. Ich will jetzt hier nur ein bisschen mal noch die Spielpraxis für die anderen Spieler sicherstellen. Im letzten Spiel der Champions League und im nächsten Part dann das Spiel gegen City und der nächste Kracher im Abstiegskampf gegen Leganes. Also danke fürs Zuschauen. Wichtig wäre, wenn ihr die Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Einen Kommentar dürft ihr gerne auch schreiben. Zudem wäre es hilfreich, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten ruhig das Video auf Facebook, auf Twitter teilen oder euren Freunden von meinem Kanal erzählen, damit wir bald wieder die 1000 Abos oder überhaupt mal die 1000 Abos knacken, damit ich wieder Features nutzen kann, wie zum Beispiel rechts oben die Videoeinblendungen. Das war nämlich eine schöne Sache und die würde ich gern wieder haben. Allerdings hat ja, wie gesagt, YouTube sich dazu entschieden, das für die kleinen YouTuber zu verweigern. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dafür sorgt, dass ich bald wieder kein ganz so kleiner YouTuber bin. Außerdem könnt ihr auf meiner Homepage heelfakt.de/blog vorbeischauen. Wie gesagt, der Link dazu nochmal in der Videobeschreibung, wie alle anderen wichtigen Links auch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Dort wird nämlich das Video auch jedes Mal eingebettet, könnt ihr dort problemlos gucken und außerdem wird dort auch von mir Werbung ausgeliefert im Text und wenn ihr dort dann draufklickt, dann bin ich ganz glücklich. Ist natürlich kein Muss und ich darf euch natürlich auch nicht dazu auffordern, aber wäre immer schön, wenn das aus Versehen passiert. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr nicht auf Werbung steht und nicht unbedingt auf meiner Homepage steht, dass ihr da trotzdem ganz kurz mal vorbeischaut und links oben auf den Spenden-Button klickt, wenn ihr ein paar Euro über habt. Man kann, wie gesagt, sich selbst den Betrag aussuchen. Über den Schieberegler kann man von 1 bis 50 Euro problemlos einen Betrag seiner Wahl via PayPal mir spenden und mich damit glücklich machen. Ich würde mich darüber sehr freuen, bedanke mich bei euch und sage bis zur nächsten Folge. Ciao. Yeah, yeah.